Checkt das mal aus hier, November 2017, Oktober 2018. Motivation overloaded, wenn wir losziehen, ey. Wenn wir uns dann an der Stange easy hochziehen, ey. Ja, Tristan Lee, ihr habt es euch gewünscht, Freunde. Ich reagiere jetzt auf das stärkste Kind der Welt, beziehungsweise auf das Kind der Welt, das am absolut krassesten aussieht. Also der sieht so unglaublich krass aus. Ihr habt mir nämlich Fotos geschickt und dann bin ich erst darauf gekommen, dass ich auf ihn reagieren soll. Und dann habt ihr mir so ein Video geschickt von ihm und ich habe das Thumbnail gesehen. Unglaublich krass. Und genau dieses Video, Freunde, gönnen wir uns jetzt. Schauen wir mal, wer dieser Tristan Lee ist und was da los ist und was ich eben dazu sage. Weil ich bin immer so gespalten in der Meinung, alles was Kinder und Kraftsport betrifft, da bin ich immer so im Zwiespalt. Einerseits finde ich es cool, andererseits finde ich es, wenn es too much ist. Ja? Und wenn die da mit zu schweren Gewichten trainieren und wenn die Eltern dahinter sind, dass sie das machen und nicht sie das selbst wollen, dann finde ich es nicht mehr nice. Dann finde ich es nicht mehr nice, ganz ehrlich, weil dann schadet man seiner Gesundheit zu krass. Das kann natürlich auch das Wachstum beeinschränken. Ja, also auf jeden Fall immer mit dem eigenen Körpergewicht trainieren. Und wenn ihr zusätzliches Gewicht verwenden möchtet und noch nicht ausgewachsen seid, dann achtet auf jeden Fall auf die richtige Technik, damit da nichts passieren kann. Aber das sind natürlich auch die Gelenke und so weiter. Alles ist dann noch nicht perfekt ausgewachsen. Und dementsprechend, Freunde, wenn ihr noch jung seid, achtet darauf, dass ihr nicht schon extrem schwer trainiert und vor allem auf die Technik. Lieber weniger Gewicht nehmen, beziehungsweise noch gar keins. Mit dem eigenen Körper kann man extrem gut aufbauen, Freunde. Ihr wisst Bescheid. Aber gönnen wir uns jetzt mal diesen Tristan Lee. So, hier haben wir Nasty Posing bis Unseen Footage von Tristan Lee. Ja, 4 Millionen Aufrufe, das ist heftig. Schauen wir mal, was hier los ist. Gehen wir mal rein. Also, wenn ich das schon sehe, Freunde, wenn ich das schon sehe hier, weiß ich nicht, was ich denken soll. Weil ich sehe im ersten Moment, der ist extrem klein. Der ist auch extrem klein. Ja? Man sieht hier die extreme Definition. Seht ihr, wie extrem trocken der ist? Der ist extrem trocken, hat hier... Ja, der Bizeps ist jetzt nicht so mächtig. Ja, ihr seht, der ist vielleicht so, ja, auf diesem Bild. Kann man sehr gut erkennen. Und auch der Unterarm. Geht alles noch in Ordnung. Und wenn er 16 ist, ja, mit 16 sehen schon einige krass aus. Und er ist extrem klein. Das darf man nicht vergessen. Wir kennen einige, die mit 16 schon vielleicht 1,90 sind oder 1,80 sind und da auch schon gut aussehen, ja. Und dementsprechend und auch schon 100, 150 Kilo Kreuzheben wegsteckt, als wäre es nix. Das heißt, da dürfen wir ihn jetzt nicht verurteilen, weil er ist zwar erst 16, aber er sieht irgendwie aus wie ein Kind. Und deswegen, wir dürfen auch nicht vergessen, er ist schon 16, ja. Und, aber die Form mit 16, check mal das aus, hier der Unterarm, boom, geht er raus. Und da, das ist schon heftig, das ist schon heftig. Dieses Bein hier, wenn man sich denkt, ja, das kann easy schaffbar sein, ist ja nichts Besonderes dran. Aber wenn er anspannt, dann wird das so trocken. Auch der Bauch geht, der ist möglich, Freunde, weil er einfach definiert ist. Und hat auch keine zu krassen Schultern. Also alles das hier kann natural schaffbar sein. Wenn man klein ist, da hat man einen mega Vorteil, ja? Das wollte ich nochmal sagen hier. Und deswegen hier, sobald er nicht anspannt, geht's. Das geht. Das ist möglich. Schauen wir uns mal ein bisschen mehr an von ihm, weil anscheinend, das ist natürlich heftig. Hier, der Nacken. Das ist schwierig. Das ist schwierig, ob das noch real ist. Heftig. Heftig. Da würde ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen und sagen, der ist natural. Aber auch hier sieht man, da ist nicht so viel an den Armen da. Der könnte wirklich natural sein. Das klingt jetzt komisch. Und deswegen... Es ist schwer zu sagen. Ihr habt mir geschrieben, dass der 1,40 ist. Dass der nur 1,40 oder 1,45 groß ist. Also extrem, extrem klein. Und dann sieht es halt auch mal direkt anders aus und oftmals auch krasser aus und definitiv krasser aus. Er ist sehr definiert, das sieht man, aber, und man darf nicht vergessen, nur wenn jemand definiert ist, heißt das noch lange nicht, dass er auf Steroiden ist, ja, noch lange nicht, weil Definition kann man schnell haben. Die Frage ist, hat er auch so viel Masse noch dazu? Denn meistens, wenn man sehr definiert ist und keine Steroide nimmt, dann baut man extrem ab, ja, wenn man eine extreme Diät fährt. Und dann baut man natürlich auch Muskeln ab, weil der Körper ja Energie braucht und die holt er sich dann eben von der Muskulatur. Gehen wir mal zurück. Wir sehen hier, die Arme sind nicht so krass. Ja? Die Arme sind hier nicht so krass. Er ist extrem definiert. Und nur wenn man extrem definiert ist, ja, heißt das noch lange nicht, dass man stofft. Die Frage ist, ob man auch die Masse dazu hat. Denn wenn man die Masse hat, dann ist es schwer, dass man wirklich ohne Steroide trotzdem definiert bleibt und trotzdem die Masse behalten kann. Und hier sehen wir also, der hat hier dünne Arme. Ja, der hatte keine großen Arme. Hier. Doch, hier ist wieder krass. Hier ist er nicht so krass. Es ist immer so schwer zu sagen, wir müssen uns da mehr können. Hier sieht es wieder extrem krass aus und hier sehen wir den extremen Nacken. Das ist das Problem. Hier haben wir mal wieder einen extremen Nacken und da sage ich, nein, der wird wahrscheinlich stopfen. Hier ist Larry Wheels, der ist einer der stärksten Männer der Welt, soweit ich weiß. Das heißt, der stopft. Also, ich weiß es nicht.
Aber ich gehe definitiv sehr stark davon aus, dass er stofft. Der Nacken, ihr seht es, also da braucht man eigentlich gar nicht mehr, der stofft. Der stofft, sage ich jetzt einfach, das behaupte ich, also der stofft definitiv. Und hier vergleichen wir den Nacken mit diesem Nacken und man kann sehr schnell erkennen, dass wir da sehr Ähnlichkeiten haben und er wird da auch mithelfen. Er wird da auch mithelfen, er ist zu trocken, zu krass, obwohl er sehr klein ist und so weiter, ist vieles möglich, aber das ist mir dann doch zu krass. Er sieht, er ist extrem klein. Hier ist sogar der Winkel für ihn gut eingestellt, also er sieht eher sogar größer aus, weil Larry Wheels weiter hinten steht. Ja, gut, das ging ja. Alles das macht mich da ein bisschen stutzig. Die ganze Definition, die extreme Definition. Ich weiß gar nicht, was er dazu sagt. Also ich glaube, er sagt nichts dazu. Ich glaube, er sagt, er ist natural, oder? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß echt nicht, was er dazu sagt, aber viele von euch haben gesagt, ich soll darauf reagieren. Und ehrlich, wenn Kinder so trainieren, dann ist es für mich zu heftig. Ihr braucht in diesem Alter noch nicht hier ins Gym gehen und hier die Waden extrem rausballern. Das sieht auch in dem Alter ja nicht nice aus. Es sieht ja nicht mal nice aus, es sieht irgendwie abnormal aus. Respekt für seine Leistung natürlich, er muss schon zu 1000% extrem diszipliniert sein, extrem auf die Ernährung achten, genügend Schlaf achten, ja, nicht Party machen, kein Alkohol trinken und so weiter. Das heißt, natürlich ist das richtig crazy und er wird wahrscheinlich auch 2, 3, 4 Mal am Tag trainieren und es ist möglich. Es kann sein, dass er natural ist. Ich glaube aber, dass er auf Stoff ist und es sieht auch nicht schön aus. Das wollte ich euch sagen, Freunde. Das muss man sich ja nicht gönnen in diesem Alter. Vor allem die Wachstumshormone, was er sich gönnt, wahrscheinlich. Extrem ungesund. Lässt auch sein Herz wachsen und das Herz ist für diesen Körper ja sollte ja nicht so extreme Maßen annehmen. Und vor allem, Freunde, das Krasse ist ja, wenn er schon extrem schwer trainiert, wie man hier sieht, Kreuzheben, Bankdrücken und so weiter, dann geht das auch auf seine Gelenke. Er ist noch nicht ausgewachsen. Und das dürft ihr nicht vergessen. Wenn ihr jetzt noch unter 16, 17, 18, wenn ihr noch nicht ausgewachsen seid, dann tut euren, ganz egal, Bandscheiben, Gelenken und so weiter, nicht sowas an. Ja? Weil die sind einfach noch nicht bereit dafür, solchen Druck sich auszuhalten. Und ihr wisst es selbst, auch Bodybuilder, sehr große, starke, ausgewachsene, richtig gute Profi-Bodybuilder haben sehr oft mit Schmerzen zu kämpfen. Und die verletzen sich extrem oft. Das hat auch seinen Grund. Die Masse bzw. das Gewicht, da verletzt man sich einfach viel schneller und es ist extrem ungesund. Die häufigste Todesursache, Freunde, sind Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems. Und immer, wenn wir übergewichtig sind, egal ob jetzt mit Steroiden, da wächst sogar das Herz auch zusätzlich dazu, was nochmal ungesünder ist, aber egal wie massig wir sind, wenn wir zu massig werden, dann haben wir zusätzliche Zellen und die müssen natürlich auch wiederum, ja, mit Blut versorgt werden. Das Herz muss umso mehr pumpen, umso anstrengender. Also da lässt natürlich der Herzinfarkt nicht lange auf sich warten, beziehungsweise hat man nicht so eine lange Lebenserwartung. Ist einfach so. Und das muss man auch mal so in aller Deutlichkeit aussprechen. Wenn sich jemand dafür entscheidet, das zu machen, ist das jedem sein Ding. Ist auch easy, ist alles cool. Aber man muss auch natürlich die Risiken immer beachten. Und die darf man nicht vergessen. Was mich jetzt interessieren würde, hier vor allem, die Transformation. Hat er eine Transformation hingelegt? Eine Jahrestransformation. Ja, schauen wir nochmal kurz rein. Ich glaube nämlich einfach, Freunde, dass... Ich möchte nur wissen, wie er davor ausgesehen hat. Ob man da irgendwas sieht. Check mal hier seine Form aus. Hier sieht man sie. Freunde, er hat hier noch den Körper, wo man sagt, das ging noch. Das ging noch, sieht noch ein bisschen aus wie ein Kind. Sicher hat hier schon krasse Beine. Flext hier da oben an der Stage. Und man sieht die Streifen. Aber das ging noch irgendwie. Ja, das ging noch, natural. Aber wie er sich dann verändert hat, ja, das sieht man. Das geht. Das geht. Das ist einfach die Definition, die vielleicht hier ein bisschen krass aussieht, Freunde. Das ist vielleicht Definition, aber es ist möglich. Und jetzt schauen wir mal weiter. Der hat sich ja, hier hat er auch noch nicht die krassesten Arme, aber das ist dann schon zu heftig. Das ist dann schon zu heftig. Aber checkt das mal aus hier, November 2017, Oktober 2018, innerhalb von einem Jahr. Die Beine viel massiver geworden hier und natürlich, ja, die Striche und dann kommt der Nacken. Plötzlich kommt der Nacken. Seht ihr das? Plötzlich kommt der Nacken. Und das ist das Problem hier an der ganzen Sache, dass da wahrscheinlich auch Steroide mit am Start waren. Ja, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Ich sag, der ist auf Steroide, Freunde, und ich kann das auf keinen Fall empfehlen. Vor allem, Freunde, der ist ja nicht mal erwachsen. Das heißt, wie kommt er zu dem Zeug? Da frage ich mich schon mal so, da hat vielleicht der ein oder andere, ja, Erziehungsberechtigte etwas versagt. So ehrlich muss man sein. Ich glaube, da sollte man vielleicht ihn noch etwas zurückhalten, weil mit 16 ist man ja natürlich auch extrem motiviert. Und wenn dich da noch deine Eltern pushen oder so und sagen, komm, das passt schon, mach das, dann machst du es. Ja, du bist in Pubertät.
Pubertät, denkst nicht viel nach und das deswegen, ja, kann ich nicht empfehlen, aber danke für den Tipp, also ganz wichtig, Freunde, aufpassen und nicht übertreiben. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.